bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Luftballon von Schorsch. Peppa und Schorsch machen einen Ausflug mit Oma und Opa Wutz. Eis essen! Da ist Frau Mümmel mit ihrem Eiswagen. Lasst uns ein Eis essen! Warum nicht? Das haben wir uns verdient. Hallo zusammen! Hallo, Frau Mümmel! 4-mal Eis, bitte. Kommt sofort! Welche Sorten wollt ihr denn? Für mich Erdbeer, bitte. Für mich Schokolade, bitte. Und für mich Banane, bitte. Saurier. Hoho, ich glaube nicht, dass es hier Dinosaurier-Eis gibt. Ich glaube, Schorsch will einen Dinosaurier-Ballon. Möchtest du denn gar kein Eis essen, Schorsch? Nö. Saurier. Hoho, was kostet dieser kleine Ballon? 10 Euro. 10 Euro? Alles für einen guten Zweck. Bitte sehr, Schorsch. Halt ihn gut fest. Lass ihn nicht los. Schorsch hat den Ballon losgelassen. Ah! Ich glaube, auf dem Rückweg halte ich lieber diesen teuren Ballon. Schorsch liebt seinen Dinosaurierballon. Peppa und Schorsch sind wieder zurück am Haus von Oma und Opa Wutz. Aber jetzt halt ihn gut fest, Schorsch. Lass ihn nicht los. Warum? Oh, Schorsch. Es gibt eben 2 Sorten Ballons. Die Raufballons und die Runterballons. Das ist ein Raufballon. Wenn du den loslässt, fliegt er rauf und rauf und rauf. Ganz hoch bis zum Mond. Mond. Oh! Gerade noch! Wir gehen besser mal rein. Sonst verlieren wir deinen Ballon noch, Schorsch. Hier im Haus ist dein Ballon in Sicherheit. Hallo, Polly. Schorsch hat einen neuen Ballon. Ballon! Mach ihn bloß nicht kaputt, Polly. Schorsch liebt seinen Ballon. Oh! Schorsch hat seinen Ballon schon wieder losgelassen. Keine Sorge, Schorsch. Dieses Mal fliegt er nicht weg. Da ist ja die Zimmerdecke. Oh, er ist durch die Tür geflogen. Und jetzt fliegt er die Treppe rauf. Er fliegt auf den Dachboden. Keine Sorge. Aus dem Dachboden kann er nicht raus. Da oben ist nur noch das Dachfenster. Und das ist ja immer geschlossen. Oh, weh. Das Dachfenster ist nicht geschlossen. Fang ihn, Opa! Kann ich nicht, Peppa. Er ist schon zu hoch. Schorsch, dein Ballon fliegt jetzt rauf bis zum Mond. Und du siehst ihn nie wieder. Papa Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Hallo, hattet ihr einen schönen Tag? Wir haben Schorsch einen Dinosaurierballon gekauft. Aber Schorsch hat ihn losgelassen und jetzt fliegt er rauf zum Mond. Den müssen wir doch irgendwie wiederkriegen. Ballon! Guckt mal, Polly Piepmatz fliegt dem Ballon hinterher. Polly Piepmatz kommt zu Hilfe. Flieg, Polly, flieg! Polly Piepmatz hat Schorschs Ballon gerettet. Hurra! Was für eine kluge Polly. Was für eine kluge Polly. Schorsch, jetzt halt deinen Ballon aber fest. Ich hab's. Wir binden die Schnur um deinen Arm, Schorsch. Das ist eine gute Idee. Schorsch liebt seinen Dinosaurierballon. Alle lieben Schorschs Dinosaurierballon. Petra kommt zu spät. Peppas Kindergarten macht einen Ausflug ins Museum. Mon Dieu, Pedro Pony ist nicht da. Ich mache eine Wette, er ist noch im Schlafanzug.
Pedro liegt noch immer im Bett. Pedro liebt schlafen. Pedro, wach auf! Du kommst doch zu spät zu eurem Ausflug. Okay, Mama. Komm schon, Pedro. Du verpasst sonst noch den Bus. Der Bus wartet immer noch auf Pedro Pony. Wir können nicht noch länger warten. Das Museum macht sonst zu. Hallo, wir fahren. Oh, keiner mehr da. Vielleicht sind wir ja zu früh. Oh nein, Pedro. Wir haben den Bus verpasst. Oh. Na los, wir holen sie noch ein. Pedro ist immer zu spät. Nanu, ein Auto verfolgt uns. Oh, hallo, Frau Pony. Anhalten! Pedro ist da. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich habe verschlafen. Oh, Pedro, du schläfst wirklich gerne. Ja, Madame Gazelle. Ab ins Museum. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Madame Gazelle, ich muss mal aufs Klo. Und ich. Und ich. Ich auch. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Was soll's denn sein? Benzin oder Diesel? Toilette bitte. Und Sie brauchen ganz sicher kein Benzin? Nein, wir sind ja noch nicht weit gekommen. Fertig? Nächster Halt, das Museum. Wo ist Pedro? Zapfsäulen, interessant. Ah, komm endlich, Pedro. Tschüss. Ich hoffe, wir kommen noch zum Museum, bevor es zumacht. Da ist das Museum. Herr Löffel schließt für heute. Hallo, Herr Löffel. Wir würden gern das Museum besichtigen. Eigentlich schließen wir jetzt. Aber ich kann euch kurz herumführen. Das hier ist der Königssaal, voll mit altem Kram. Oh! Interessant. Hier sind riesige Dinosaurier, alle ganz nett. Faszinierend. Weltraum, Raketen und so Sachen. Und diese Tür führt zu dem spannendsten Ort von allen. Nämlich die wunderbare Welt, in der ihr lebt. Danke, Herr Löffel. Mit Vergnügen und tschüss. Tja, dann fahren wir jetzt wieder ein. Wo ist Pedro? Oh, Pedro. Eine Muschel. Wirklich interessant. Komm schon, Pedro, du verpasst sonst wieder den Bus. Wo sind denn die anderen? Der Bus ist weg. Keine Sorge. Frau Mümmel wird sofort bemerken, dass wir beide fehlen. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bingli, bongli, boo. Und nochmal von vorn. Bong, bing, boo. Keiner hat bemerkt, dass Madame Gazelle und Pedro Pony fehlen. Bingli, bongli, boo. Oh, habt ihr den Bus verpasst? Herr Löffel, das ist ein Notfall. Wir brauchen Ihr Auto. Hallo, Pedro. Wir nehmen die Abkürzung. Hallo, Enten. Madame Gazelle und Pedro sind beim Kindergarten angekommen. Wo ist der Bus? Vielleicht sind wir ja zu früh. Ja, Pedro. Dieses Mal bist du zu früh. Pedro ist früher da. Ja. Und ihr seid zu spät, ihr Rumtrödler. Pedro liebt es, früh da zu sein. Alle lieben es, früh da zu sein. Boot fahren. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug an den See. Boote, Boote! Hier können Sie Boote leihen. Was für Boote haben Sie denn so, Frau Mümmel? Ich habe Kanus. Oh, ich will ein Kanu. Im Kanu muss man aber paddeln, das ist anstrengend. Ich habe auch Segelboote. Es ist aber gar nicht so einfach, ein Segelboot zu steuern. Und ich habe Tretboote. Die sehen schön gemütlich aus. Ja, Sie haben ein großes Schaufelrad und damit geht's dann richtig voran. Wir nehmen ein Tretboot. Wenn ich diese Glocke läute...
ist es Zeit, das Boot zurückzubringen. Viel Spaß beim Bootfahren. Es fährt gar nicht. Nein. Wie geht denn der Motor an? Der Motor sind Sie, Papa Wutz. Es ist ja ein Tretboot. Oh, verstehe. Also los dann. Das ist so wie ein Fahrrad auf dem Wasser. Unser Tretboot fährt mit uns auf den See hinaus. Papa ist der Motor, ich hoffe, er fällt nicht aus. Da kommen Emily Elefant und ihre Familie. Hallo, Frau Mümmel. Wir nehmen ein Kanu, bitte. Aber gerne. Familie Elefant liebt das Kanufahren. Habt ihr die Paddel? Ja, Papa Elefant. Na dann los. Ahoi auch, Frau Mümmel. Da kommt Klausi Kleff mit seinem Papa, Captain Kleff. Ein Boot, bitte, Frau Mümmel. Aber sicher, ich habe Kanus, Segelboote oder Tretboote. Ich habe doch nicht die Welt umsegelt und alle sieben Meere befahren, um in einem Tretboot rumzuplanschen. Wir nehmen das Segelboot. Wissen Sie, wie man das steuert? Ob ich weiß, wie man das steuert? Ich bin Captain Kleff. Ruff. Los, komm, Klausi. Alle an Bord. Volle Segel. Aye, aye, Captain Papa. Hallo. Wir segeln. Und wir paddeln. Wir Tretbooten. Oh, guck mal, eine Insel. Wir könnten dort ein Picknick machen. Hurra! Oh, die Insel ist ein bisschen zu klein, um Picknick zu machen, oder? Dann machen wir das Picknick eben in den Booten. Wer möchte etwas essen? Ich bitte! Hier ist ein bisschen Brot, Frau Ente. Frau Ente liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Boote 1, 2 und 3 zurück in den Hafen. Die Zeit ist rum. 1, 2 und 3, das sind wir. Wer zuerst wieder zurück im Hafen ist, wir machen ein Rennen. Hurra! Schneller treten, Papa. Ich fürchte, viel schneller kann ich nicht treten. Oh, Papa Wutz, lass mich das machen. Schneller, Mama. Das geht viel schwerer, als ich dachte. Aha! Wir werden vom Wind zurückgebracht, Klausi. Oh. Was ist denn? Der Wind ist weg. Ohne Wind kann ein Segelboot nicht fahren. Wir müssen einfach warten, bis der Wind wiederkommt. Und wie lange dauert das? Keine Ahnung. Kann Wochen dauern. Können wir nicht den Motor nehmen? Nein, Segelboote haben doch keinen Motor an Bord, Klausi. Oh. Dieses Segelboot hat einen Motor. Volle Kraft voraus! Emily und ihre Familie liegen in Führung. Schneller treten, Mama! Wir liegen vorne, wir gewinnen! Da kommen Klausi und Captain Kleff. Hurra! Gewonnen! War das anstrengend? Nächstes Mal nehmen wir auch ein Segelboot. Ja, ein Segelboot mit einem Motor an Bord. Papa? Bis später, Klausi. Ich habe beschlossen, nochmal um die Welt zu segeln. Aber du hast gesagt, dass du jetzt zu Hause bleibst. Oh ja. Ich bin ja auch kein Seefahrer mehr. Aber ich liebe Bootfahren auf dem See. Alle lieben Bootfahren auf dem See. Tiere der Nacht. Peppa und Schorsch übernachten heute bei Oma und Opa Wutz. Opa, wo gehst du denn jetzt noch hin? Es ist Schlafenszeit. Keine Bange, Peppa. Ich gehe nur noch mal kurz in den Garten, und zwar zum Schneckensammeln. Warum? Opa mag nicht so gerne Schnecken im Garten. Die fressen nämlich sein Gemüse. Und die beste Zeit, um sie zu finden, ist nachts mit Taschenlampe. Dürfen Schorsch und ich mitkommen? Bitte. Also gut, aber nur dieses eine Mal. Zieht euch Jacken und Stiefel an. Peppa und Schorsch haben sich Jacken und Stiefel über die Schlafanzüge gezogen. Du trägst den Eimer, Peppa, und ich die Taschenlampe. Aber macht nicht so lange, Opa Wutz. Okay, Oma Wutz. Wir werfen alle Schnecken, die wir finden, in den Eimer. Ah,
eine kleine Schnecke. Zwei kleine Schnecken. Was ist das? Buah. Nacktschnecken sind ekelhaft. Das sind die Hühner von Oma Wutz. Sarah, Jessica, Vanessa und Günther. Hallo Hühner. Ich muss die Hühner aber jetzt ins Bett schicken. Gute Nacht, Hühnchen. Gute Nacht, Hühnchen. Nacht, Hühnchen. Warum sind denn die ganzen Schnecken nicht auch im Bett, Opa? Sie bleiben die ganze Nacht wach und fressen dabei mein Gemüse. Manche Tiere fressen tagsüber, so wie die Hühner. Und manche Tiere fressen nachts, so wie, oh, der Herr Fuchs. Hallo, Opa Wutz. Schön die Hühner ins Bett geschickt, oder? Oh ja. Schön gemütlich im Hühnerstall. So ist recht. Also, ich muss wieder los. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, wo war ich stehen geblieben? Manche Tiere fressen nachts, so wie, oh, hallo. Opa. Da ist ein kleines Tierchen in deinem Eimer. Haha, ja, das ist ein Igel. Die fressen zum Beispiel gerne Schnecken. Hallo, kleiner Igel. Oh, er rollt sich ein wie ein Ball. Ja, Peppa, Igel sind sehr scheu. Komm raus, kleiner Igel, komm. Hab keine Angst. Ich mag Igel. Die halten nämlich die Schnecken davon ab, meinen leckeren Salat zu fressen. Wiedersehen, Igel. Wiedersehen. Gibt es hier denn noch mehr Nachttiere, Opa? Ja, es gibt Motten. Oh, die sehen aus wie Schmetterlinge. Schmetterlinge, die aber nur nachts rauskommen. Sie lieben das Lampenlicht. Wenn es weggeht, verschwinden sie. Und wenn es dann angeht, kommen sie wieder. Darf ich mal? Okay. Wiedersehen, ihr Motten. Hallo, Motten. Wiedersehen, Motten. Und wenn wir die Lampe auslassen, sehen wir noch ein Nachttier, ein ganz klitzekleines Tier. Wo? Guckt mal hoch zum Himmel. Ist das eine Sternschnuppe? Nein. Das ist ein Glühwürmchen. Glüht das wirklich? Nein, Peppa. Es hat einen Bauch, der leuchtet. Boah. Gibt es in deinem Garten auch Nachttiere, die groß sind, Opa? Nein. Oh, was ist das? Bestimmt ein großes Nachttier. Oh, es ist Oma Wutz. Das seid ihr ja. Oma, Oma, wir haben ganz vielen Nachttieren Hallo gesagt. Wunderbar. Aber jetzt ist es Zeit, ihnen Gute Nacht zu sagen. Gute Nacht, Nachttiere. Und es ist allerhöchste Schlafenszeit für kleine Schweinchen. Ja, Oma Wutz. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht. Obst. Heute ist Obsttag im Supermarkt. Guck mal, da ist Mr. Kartoffel. Und Miss Möhre. Und Biene Blaubeer und kleines Kraut. Äpfel, Orange, Banane, Kirschen rot und rund. Ich schön 5 Stücke Obst am Tag, das schmeckt und ist gesund. Willkommen zum Obsttag. Lasst euch bezaubern von unendlich vielen Früchten. Boah, so viel Obst. Hallo, Peppa. Hallo. Wir suchen gerade unser Lieblingsobst. Was ist dein Lieblingsobst? Ich liebe Äpfel. Ich liebe Orangen. Ich liebe Bananen. Und ich Möhren. Aber Möhren sind doch kein Obst. Oh, Möhren sind ein Gemüse. Edmund ist ein kleiner Schlauberger. Was ist dein Lieblingsobst, Schorsch? Sind es Bananen oder Orangen? Schorsch mag am allerliebsten Erdbeeren. Erdbeer. Schorsch liebt Erdbeeren. Smoothies. Hier drüben gibt's frische Fruchtsmoothies. Hallo, Frau Mümmel. Was ist denn ein Fruchtsmoothie? So ein Saft, nur aus Früchten. Möchtest du mal probieren? Ja, bitte.
Ich möchte gerne einen Smoothie mit Äpfeln haben. Sehr gern. Aber in einem Smoothie können ganz viele Obstsorten drin sein. Okay. Äpfel, Himbeeren, Bananen und noch mehr Äpfel. Ein Apfel, Himbeer, Bananen und noch mehr Äpfel-Smoothie. Sehr lecker. Kann ich bitte auch einen Smoothie haben? Ich auch. Ich auch. Und ich. Natürlich. Was für Obst wollt ihr denn in eure Smoothies? Keine Ahnung. Du kannst dir was aussuchen, Pedro. Okay, Käse, bitte. Pedro, Käse ist doch kein Obst. Du musst dir Obst oder Gemüse aussuchen. Okay, Himbeeren und Blaubeeren und Brombeeren und Stachelbeeren. Klingt schon besser. Himbeer, Blaubeer, Brombeer, Stachelbeer-Smoothies für alle hier. Lecker! Und was willst du für einen Smoothie, Schorsch? Erdbeer! Schorsch, in einen Smoothie müssen aber doch ganz viele Früchte rein. Wie wär's mit Erdbeeren und Ananas, Schorsch? Nö! Ich glaub, Schorsch mag einen Dinosauriersaft. Dinosauriersaft? Oh ja! Dinosaurier lieben Dinosauriersaft. Saudia! Mal sehen. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein paar von denen und noch von dem. Ein Dinosauriersaft. Nur für Dinosaurier und ihre kleinen Freunde. Saudia! Kann ich bitte auch mal Dinosauriersaft probieren, Frau Mimmel? Ich auch. Und ich. Und ich. Na gut, Dinosauriersaft für alle. Auf Weiher. Was ist los, Frau Mimmel? Ich hab vergessen, was in den Dinosauriersaft reinkommt. Oh. Ich kann Ihnen sagen, was drin war. Wirklich? Wie denn? Na, ich kann es riechen. Freddy Fuchs kann sehr gut riechen. Also eine Banane. Eine Banane? Drei, nein, vier Erdbeeren. Fünf Kirschen. Erdbeeren? Kirschen? Ein Pfirsich, eine halbe Ananas, ein Stück Melone und noch irgendwas. Was ist das? Eine Möhre? Ja, eine Möhre! Hurra! Dinosauriersaft für euch alle. Wie gefällt euch allen denn unser Obsttag? Gut, wir lieben Obst und Möhren. Alle lieben Obst und Möhren. Herr Bulle im Porzellanladen. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug. Ich liebe unser Auto. Und unser Auto liebt uns. Stimmt doch. Stopp! Das sind Herr Bulle und seine Freunde. Bagger, Bagger. Schorsch liebt Bagger. Hallo, Herr Bulle. Was gibt's? Wir reißen die Straße auf. Dauert das lange? Das dauert so lange, wie es dauert. Leute, wir zertrümmern das alte Rohr. Herr Bulle ist gut im Zertrümmern. Boah. Pause! Oh je, jetzt müssen wir alle noch länger warten. Setzt euch doch einfach zu uns, Mama Wutz. Es gibt genug Tee für alle. Das klingt verlockend. Danke, Herr Bulle. Sie haben aber eine schöne Teekanne, Herr Bulle. Ja, Peppa. Die ist aus ganz feinem Porzellan. Herr Bulle liebt ganz feines Porzellan. Mit solchem Porzellan muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Warum? Dieses feine Porzellan geht ganz leicht kaputt. Darum passe ich immer... Oh weh, Herr Bulle hat die Teekanne zertrümmert. Oh nein. Ich habe sie zu fest abgestellt. Ich habe einfach zu viel Kraft. Wir reparieren sie, Boss. Ich hab Zement.
Ich habe eine Nietpistole. Das funktioniert nicht, Leute. Ich glaube, Frau Mümmel hat einen Porzellanladen. Die könnte sie kleben. Gute Idee, Mama Wutz. Wir gehen sofort los. Können wir auch mitkommen? Na klar, nur zu. Herr Bulle fährt zum Porzellanladen. Das ist Frau Mümmels Porzellanladen. Da wären wir! Hallo, wie kann ich helfen? Muh! Ah! Ein Bulle im Porzellanladen! Hallo, Frau Mümmel! Ich habe meine Porzellankanne kaputt gemacht. Oh, weh! Können Sie die reparieren? Muss ich mal gucken. Die ist sehr zerbrochen. Ich habe sie zertrümmert. Ja, aber ich krieg das wieder hin. Oh, super. Können wir helfen? Natürlich, Peppa. Oh, ja. Diese zwei Stücke hier passen zusammen. Die Teekanne zu reparieren ist ein bisschen wie ein Puzzlespiel. Gut gemacht, Peppa. Ich klebe die Stücke zusammen. Schorsch hat auch zwei passende Stücke gefunden. Gut gemacht, Schorsch. So, fast fertig. Nur noch der Deckel. Nur dieses eine komische Teil ist übrig. Wo kommt das bloß hin? Aber das ist doch der Henkel von der Teekanne, Frau Mümmel. Oh, tatsächlich? Ich kenne mich mit Teekanne nicht so gut aus. Die ist so gut wie neu. Vorsicht und nicht wieder zertrümmern. Hohoho, ich bin sehr gut im Sachen zertrümmern. Gut gemacht, Peppa. Danke fürs Teekanne kleben, Frau Mümmel. Aber gern, Herr Bulle. Guck mal, Boss, ein Schlagloch. In der Straße ist ein kleines Loch. Und ausgerechnet vor Frau Mümmels Laden. Kann das so bleiben? Ein Loch in der Straße vor Frau Mümmels Porzellanladen? Nein. Sie reparieren meine Teekanne und ich Ihre Straße. Das ist nicht meine Straße. Herr Bulle, wie wollen Sie es denn reparieren, das Straßenloch? Wir reißen die Straße auf! Herr Bulle reißt die Straße auf. Herr Bulle liebt es, die Straße aufzureißen. Alle lieben es, die Straße aufzureißen. Fast alle. Der Sandkasten. Peppa und ihre Freunde spielen im Sandkasten. Dieser Sandkasten ist unsere Wüsteninsel. Hier leben wir jetzt für immer. Wenn wir hier für immer leben sollen, will ich es aber schön haben. Wir brauchen ein paar Häuser. Und Straßen. Und Läden. Saurier. Ja, Schorsch. Dinosaurier können auch auf der Wüsteninsel leben. Was macht ihr denn da? Wir bauen eine Wüsteninsel. Mit Häusern und Straßen und Läden. Gibt es auch Bäume? Nein, es wäre aber schöner mit Bäumen. Und wo sollen die jetzt wohl herkommen? Wir können mit großen Lastwagen um die Welt fahren und Bäume suchen. Dinosaurier, ihr passt auf die Insel auf und wir fahren los und suchen Bäume. Brumm, brumm. Peppa, Luzi, Klausi und Emily spielen, dass sie um die Welt fahren, um Bäume zu suchen. Brumm, brumm. Hallo, Frau Löffel. Haben Sie ein paar Bäume übrig? Wir brauchen Bäume für unsere Wüsteninsel. Oh, alles klar. Wie viele Bäume braucht ihr denn? So dass es einen Wald gibt. Da, bitteschön. Dankeschön. Den Dinosauriern macht es Spaß, auf der Wüsteninsel herumzuhüpfen. Die Dinosaurier haben alles kaputt gemacht. Böse Dinosaurier. Jetzt müssen wir alles nochmal neu aufbauen. Was macht ihr denn da? Das ist unsere Wüsteninsel. Mit Straßen und Häusern. Und Läden. Und Bäumen. So, hier leben wir jetzt für immer. Bestimmt. Ich find's richtig toll mit einem See hier. Ja, ein See. Ein See. Aber ein richtiger See braucht auch noch Wasser. Oh, und wo soll denn jetzt das Wasser herkommen? Wir fliegen mit Flugzeugen um die ganze Welt. Miau!
Peppa, Luzi, Klausi und Emily spielen, dass sie um die ganze Welt fliegen, um nach Wasser zu suchen. Pedro Pony fährt auf dem Karussell. Hallo zusammen! Hallo Pedro, wir haben eine Wüsteninsel mit Häusern, Straßen, Läden, Bäumen und einen See. Aber für den See fehlt uns noch Wasser. Hast du vielleicht welches? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Wir tun nur so. Wir spielen ein Spiel. Oh, verstehe. Ihr sucht nach Spielwasser. Ja. Ich weiß, wo es Spielschnee gibt. Den können wir schmelzen und dann haben wir Spielwasser. Wo denn? Auf dem Berggipfel. Das ist eine Rutsche. Nein, das ist ein Spielberg. Oh, was ist denn los, Pedro? Es ist sehr warm heute und der Schnee ist geschmolzen. Können wir nicht spielen, dass er noch da ist? Nö, der Schnee ist in echt geschmolzen. Oh, schaut mal, da drüben. Richtiges Wasser. Papa Wutz trinkt Wasser aus dem Trinkbrunnen. Wasser! Papa, kannst du uns bitte den Eimer voll mit Wasser machen? Für unseren See. Na klar doch. Wir haben Wasser. Schönes Wasser. Da kommt Freddy Fuchs. Hallo zusammen. Was ist das? Das ist eine Wüsteninsel. Auf der leben wir jetzt für immer. Wenn wir doch nur eine Fahne hätten. Ich habe einen Fahnenmast im Wagen, wenn ihr wollt. Herr Fuchs hat alles in seinem Lieferwagen. Wir brauchen doch nur eine Spielfahne, Herr Fuchs. Okay, wie sind die? Dankeschön, Herr Fuchs. Unsere Wüsteninsel ist jetzt so schön. Hier leben wir jetzt für immer. Bestimmt. Spiegel. Mama Wutz hängt einen großen Spiegel im Badezimmer auf. Wunderbar. Schorsch denkt, dass noch ein kleines Schweinchen im Badezimmer ist. Das ist ein Spiegel, Schorsch. Spiegel glänzen und darum kannst du dich darin sehen. Schorsch, was machst du da? Schorsch guckt sich selbst in unserem großen glänzenden Spiegel an. Der ist ja wirklich glänzend. Komm mit, Schorsch. Wir suchen uns noch mehr glänzende Sachen. Papa, wir suchen nach glänzenden Sachen, um uns darin zu sehen. Dann guckt mal in einen Löffel. Oh! Peppa und Schorsch können in den glänzenden Löffeln ihre Gesichter sehen. Unsere Gesichter sehen lustig aus. Jetzt dreht den Löffel mal um. Ich bin ja verkehrt rum. Und jetzt dreht ihn nochmal um. Jetzt bin ich wieder richtig rum. Wie funktioniert das, Papa? Ganz einfach, Peppa. Konkave Oberflächen reflektieren Lichtwellen invers zu ihrem Ursprung. Und... Ist es Zauberei? Ja, Zauberei. Luzi Locke kommt zum Spielen. Hallo, Peppa und Schorsch. Hallo, Luzi. Guck mal hier. Das ist ein Löffel. Das ist ein glänzender Löffel. Guck, ich kann dich falsch rumdrehen. Oh, wie funktioniert das? Das ist Zauberei, hat mein Papa gesagt. Ah, komm, wir suchen uns noch mehr glänzende Sachen. Hier, im Garten. Schorsch hat eine Matschepfütze gefunden. Oh, die glänzt so, dass wir uns darin sehen können. Ich kann den Himmel sehen. Und eine Wolke. Da kommen Pedro Pony und Klausi Kleff. Hallo zusammen. Habt ihr in der Matschepfütze was verloren? Nein, wir gucken in den Himmel. Aber der Himmel ist im Himmel. Guck mal in den Löffel. Das ist mein Gesicht. Sieht ja lustig aus. Boah,
Jetzt bin ich falsch rum. Wie funktioniert das? Das ist ein lustiger Zauberspiegellöffel. Ich weiß, wo es ein paar richtig lustige Spiegel gibt. Wirklich? Beulige Spiegel in einem Zelt. Und wo gibt's diese beuligen Spiegel? Auf der Kirmes. Die Kinder sind mit ihren Eltern auf der Kirmes. Hereinspaziert in mein verrücktes Spiegelkabinett. Das Zelt ist voller großer Zerrspiegel. Oh, wie komisch sehe ich denn darin aus? Du bist wie ein Wackelpudding. Wackel, wackel, wackel. Warum ist das denn so, Papa? Das ist ganz einfach. Die Illusion optischer Differenzen entsteht durch alternierende, konvexe und konkave Oberflächen. Also Zauberei. Ja, Zauberei. Guck mal, ich. Ich bin ganz gequetscht. Ich hab einen langen Hals, wie eine Giraffe. Dieser Spiegel sieht ganz normal aus. Papa, dein dicker Bauch ist ja verschwunden. Welcher Bauch? Da kommt Frau Löffel mit ihren Zwillingsbabys Lotte und Laurenz. Hallo, Schwester. Alles in Ordnung bei dir? Aber ja, Schwester. Ich habe nur gerade wenig Zeit. Da ist Kundschaft im Zelt. Sind die Spiegel nicht verrückt, Papa Wutz? Genau. Ich sehe sie gerade doppelt. Was meinen Sie? Ich sehe ihr Spiegelbild, aber da ist kein Spiegel. Das ist Zauberei. Dummer Papa, das hier sind doch Frau Mümmel und Frau Löffel. Oh. Ich glaube, wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Na ja, wir sind ja auch Zwillinge. Gartenspiele. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und Schorsch sind draußen im Garten. Papa, uns ist langweilig. Aber im Garten kann man doch viel machen. Und was? Im Liegestuhl sitzen, die Zeitung lesen und das Gras wachsen hören. Aber das sind alles Sachen, die Papas tun. Hallo! Hallo, Luzi. Was macht ihr heute? Nichts. Uns ist langweilig. Mir auch. Darum bin ich ja zu euch gekommen. Ich hab eine Idee. Irgendwo ist noch eine alte Kiste mit Gartenspielen. Was sind denn Gartenspiele? Keine Ahnung. Bitte sehr. Jonglierkeulen. Ich kann jonglieren. Oh. Ohoho, die sind doch nicht zum Jonglieren, Luzi. Das sind Kegel. Die stellt ihr erst hier drüben auf, dann geht ihr ein paar Schritte nach da zurück und versucht anschließend, die Kegel mit diesem Ball hier umzuwerfen. Erster! Hurra! Peppa hat zwei Kegel umgeworfen. Ich bin... Das ist ganz schön schwer, Luzi. Wahrscheinlich schaffst du es gar nicht beim ersten Mal. Luzi hat alle drei Kegel umgeworfen. Hurra! Oh, gut gemacht. Jetzt ist Schorsch aber dran. Weil Schorsch so klein ist, darf er näher rangehen. Oh. Schorsch ist zu klein, um mit uns Kegeln zu spielen. Schorsch mag es nicht, der Kleinste zu sein. Dann spielen wir jetzt Schlagball. Peppa wirft den Ball und Schorsch muss ihn schlagen. Aber wenn jemand den Ball auffängt, ist Schorsch raus. Okay. Gefangen. Schorsch ist raus. Schorsch ist auch zu klein zum Schlagballspielen. Du brauchst nur ein bisschen Übung, Schorsch. Guck mal hier. Boah. Ups, ich hol mal unseren Ball zurück. Hallo, Mama Wutz. Kriegen wir bitte unseren Ball wieder? Ja, aber seid doch in Zukunft bitte etwas vorsichtiger. Ja, Mama Wutz. Kommt nicht wieder vor. Da kommt Klausi Kleff. Was macht ihr so? Wir spielen Schlagball.
Mein Papa kann das nämlich richtig toll spielen. Er hat den Ball bis rüber ins Haus geschlagen. Boah, kann ich auch Schlagball spielen mit euch? Vielleicht spielen wir nun lieber ein anderes Gartenspiel. Und welches? Limbo! Was ist Limbo denn für ein Gartenspiel? Zeige ich euch. Ich weiß, man muss drüber springen. Das ist viel zu hoch zum drüber springen. Hoho, man geht unter der Limbo-Stange durch. Und man braucht Musik dafür. Papa Wutz ist sehr gut beim Limbo. Boah. Ja, aber jetzt kommt die Stange ein bisschen runter. Okay. Oh. Papa, dein dicker Bauch passt aber nicht unter der Stange durch. Mein Bauch ist nicht so dick. Ich kann mich nur nicht mehr so gut beugen wie früher. Ich bin dran. Dann ich. Dann ich. Das war richtig gut. Und jetzt machen wir die Stange noch weiter runter. Oh, das ist leicht, Papa. Das ist unmöglich. Da kommt doch keiner drunter durch. Boah, Schorsch hat das echt geschafft. Hurra! Schorsch ist der beste Limbo-Tänzer von allen, weil er so klein ist. Schorsch liebt Gartenspiele. Alle lieben Gartenspiele. Thank you.